Oberkircher Schurtag seit 1-2000 Jahren begrüßen. Herzlich willkommen. Und bevor es losgeht, darf ich einer schönen Pflicht Genüge tun. Ich darf unsere Geburtstagskinder gratulieren. Das ist heute die Gertrud Meyer. Ja! Bravo! Fröhlich. Und gerade vor kurzem haben wir noch erfahren, auf die Maren Uschwald hat Geburtstag heute. Ich bitte Sie dreimal bei mir anzutanzen. Was das ist. Wenn nicht, will ich es ganz kurz erklären. So hat eigentlich die Oberkircher Fasten ursprünglich mal angefangen im 15. Jahrhundert. Da war das ein Sonntag, da ist der Bürgermeister und der offizielle Stadtrat abgesetzt worden. Die Frauen haben das Regiment übernommen, haben einen sogenannten närrischer Zwölferrat gebildet und Gericht gehalten über die Männer. Aber jetzt für das erste Mal noch kein Zwölferrat zusammengebracht, aber eine Schurtagsrichterin ist schon mal hier. Und so wie mir bekannt ist, sind auch Ankläger und ein Angeklagter da. Wir werden sehen, was draus wird. Viel Spaß beim Schurtagsgericht, unser erster Auftritt. Ich eröffne hiermit die Verhandlung Obere Höhe gegen Oberzünftmeister Rainer Kimmig. Gerichtsdienerin, holen Sie den Angeklagten. Den Angeklagten, jawohl. Angeklagter Rainer Kimmig. Ich stand auf der Leitung. Der Angeklagte Oberzünftmeister Kimmig. Haben Sie einen guten Anwalt? Nein, der lieber den. Einspruch! Der Angeklagte ist überhaupt nicht verhandlungsfähig, beziehungsweise schuldfähig. Denn er gehört zum Zunftrat und die haben Narrenfreiheit. Ruhe, der Kläger möge kommen. Eckstabhalter Bernhard Langenbach. Ja, bin da. Warte mal, kriegst du noch? Jeder bitte. Was hält Sie dem Beklagenswerte vorzuwerfen? Ja, viel Sache. Er hat klammheimlich den Schurtag eingeführt und der Oberhöhe ihren Feiertag geklaut. Oh. Das stimmt nicht. Euren Staatsakt haben wir durch Seniorenphasen ersetzt. Oh.
schau doch deine Minister Jean-Yves oder Pelletier mal an. Asche zu Asche. Ja, ja. Eine Unverschämtheit! Wenn mir zum Gruff die Macht soll, dann muss man dich und deine Zumpfräder zum Dinosaurier treffen. In der Jurassic Park schicken. Ruhe, man sind ja schließlich nicht in der Wirtschaft. Aber ich hab's fast denkt. Denke, das wär bei Ihnen ja ganz was Neues. Da müssen Sie Spinatwachtel grad aufpassen. So wie Sie da herkommen, täte Sie besser auf der Alt-Wieberwald passen als in dieses hohe Schurtagsgericht hier. Könnten wir mal wieder zum Thema kommen? Nein. Den heimtückischen Diebstahl des Staatsakt und der Ball der Oberhöhe. Von wegen Diebstahl. Was es nämlich gibt, kannst du auch nicht glauben. Außerdem war das schon lange kein Ball mehr, sondern ein Menschenauflauf in Champagnersauce. Das Einzige, was noch an den Ball erinnert hat, war, dass nachher alle rumkugelt sind. Frau Richterin, muss ich mir diese unqualifizierte Äußerung dieses inkompetenten Narren gefallen lassen? Was war das? Impotent? Nein, inkompetent. Okay, dann ist in Ordnung. Ich möchte an dieser Stelle mal erwähnen, dass der Angeklagte schließlich für 2 Jahre als Oberzunftmeister gewählt worden ist. Und ich glaube, das ist straf genug, dass er dann auch noch der Alarmanlage Bohlert im Vorstand hat. Es kommt strafverschärfend hinzu. Wieso Alarmanlage Bohlert? Ja, in Klein-Basel weiß doch jedes Kind, hätte doch der Bohlert Emil, als sie um Oberzunftmeister seine Bank besichtigt hätten, nichts besser gewiss, als auf der Alarmanlage-Knopf zu drücken. Und dann ist sie Muffe gegangen. Ja, aber er hätte erst mal ein paar kräftige Schlucks Sekt genommen und zu Recht darauf hingewiesen, nicht dann gehe ich nicht in den Knast. Ja, ja, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Warum? Um mal wieder zum Thema zu kommen. Hätten Sie denn den Alt-Wieberball abgeschafft, Angeklagter? Ich hab mir gedacht, wenn der Ministerpräsident Teufel den Pfingstmontag abschafft, kann ich auch den Alt-Wieberball strichen. Dann schonen sich die alten Wieber ein bisschen mehr und brauchen weniger die Pflegeversicherung in Anspruch zu nehmen. Ich verstehe ja, dass Sie das schmerzt, dass die einzige Veranstaltung, wo Sie überhaupt noch nachpassen, abgeschafft worden ist. Aber deshalb ist mein Mandant ja auch nicht angeklagt. Aber der Pfingstmontag wird doch wieder eingesetzt. Ach, kein Problem. Wenn dann der Bußenbetag abgeschafft wird, kannst du dort hier den oberen Höchststaatsakt machen. Vom Programm her wäre er eh besser dort hinpassen als im Fahrrad. Eine Unverschämtheit! Denn wenn man dich so sieht, würdest du auch besser in Muppet-Show passen als auf der Phaseneröffnung. Wenn der Angeklagte und genauso blöd ist wie der Kläger und der Anwalt setzt dem Ganzen auf die Krone auf. Nein. Doch, wir kommen zu den Plädoyers. Zu was? Plädoyers. Oberhöhe kommt jetzt zu
Wort. Meine Damen und Herren, hohles Gericht. Französisch, wo ich mal wieder rauskomme. Lassen Sie mich erklären, warum für diesen Angeklagten da nur die Höchststrafe in Betracht kommt. Die Abschaffung des Staatsfeiertags der Oberhöhe wurde planmäßig betrieben. Nach unserer Abreise machte der Angeklagte sofort Nägel mit Köpfen. Richtig. Er ließ den Kinosaal den Erdboden gleich machen. Jawohl. Und meine herrliche Bilder fristen in der Erwin-Braun-Halle ein kümmerliches Dasein. Da gehören sie noch. Abgewiesen davon, dass böse Zunge behaupten, man ging eh nur wegen den billigen Shampoos darunter. Ja, sie behaupten sogar, dass sie es nicht von dem Auftritt verstanden haben. Was aber nicht an der Staatsanwaltschaft Oberhöhe, sondern an der wenigen entwickelten Intelligenz der Zuhörer lag. Ist ein solcher Verhalter nicht hinnehmbar? Nein. Politische Auswirkungen drohen das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich, könnte weiter verrüttelt werden. Eigentlich gehört der Fall vor dem Europäischen Gerichtshof und nicht vor dem Ruhrgericht daher. Also, ich stelle folgende Anträge. Erstens, die Zunft wird dieses Jahr nicht zum DSN-Ball eingeladen. Ja! Zweitens, der Oberzunftmeister erhält ein Jahr Champagnerverbot. Drittens, außerdem muss er die Ex-Stahlballerin vom Loh als Page verpflichten. Fünftens, der Angeklagte hat sämtliche Honorar für meine Kulisse bei der Phaseneröffnung nochmal zu bezahlen. Nun die Verteidigung. Herr Anwalt, bitte Ihr Schlusswort. Hohes Geschlecht, Gericht. Wenn ich die heutige Hauptversammlung noch einmal zusammenfassen dürfte. Nein, das darfst du nicht. Das mache ich lieber selber. Erstens, der Abriss des Kinosaales war von langer Hand vorbereitet. Ich möchte sogar behaupten, die obere Höhe den Abriss selber betriebe, weil ihr die Ideen für einen Staatsakt ausgegangen sind. Genau meine Rede. Außerdem waren dringende Gebietsansprüche der Fernacher zu berücksichtigen, sodass lediglich die Mess übrig blieb. Und die hätte sich unser Narrenkellerwirt unter den Nagel gerissen, um sein Gastronomie-Imperium zu vergrößern. Der neue Stabhalter vom Loh hat unter seinen Minister mal aufgeräumt und brauchte Speicher jetzt für das Gerümpel. In der Toilettenanlage hat sofort der Leime seine Finger drin gehabt. Sehr richtig. Ach, Sie sind auch noch da. Räuber. Voll da. Ja. Sämtliche Badewanne hat Walachei benötigt, um ihre Bachfestforelle aufzuziehen. Und Klein Basler hat meint, sie können sich den Windkeller unter den Nagel rissen. Den weiteren Gesang hat sie ja schon. Wie Sie sehen, Frau Richterin,
war keine andere Handlungsweise möglich, als an dem völlig verwaisten Fasensfreitag den arbeitslosen Narren im Narrenkeller durch den Schurtag wieder Brot und Spiele zu geben. Ich beantrage daher Freibier! Wenn das Ihr letztes Wort war, lege ich mich jetzt zur Urteilsberatung nieder. Oh, da mache ich gerade mit. Frau Wischerin, lassen Sie sich nicht von dem Anwalt nicht beeinflussen. So, ich hab doch gerade nichts gesagt. Genau. Das Hohe Schurtagsgericht fällt folgendes Urteil. Der Angeklagte ist nur begrenzt, um nicht zu sagen, beschränkt schuldfähig. Wer fast 20 Jahre im Zunftrat ist, dessen Gehirnzellen sind normalerweise schwerer geschädigt, als bei jemand, der im Jahr 360 Vollrisch hat. Eine Mitschuld des Klägers Bernhard Langenbach ist auch nicht zu verschweigen. Er hätte ja den Staatsakt und den Franzosenball allein wieder veranstalten können. Veranstalten, meine Sie! Ruhe! Das letzte Wort habe ich. Der Angeklagte wird also verurteilt, mit der Richterin und der Gerichtsdienerin eine Flasche Sekt zu trinken, aber gut im. Und diese bis auf den Grund zu leeren. Wieso kriege ich jetzt die Höchststrafe? Die Flasche Sekt ging ja noch. Aber mit der Richterin, das ist Grab. Aber weißt du jetzt, das Urteil nehmen wir an. Die Verhandlung ist hiermit geschlossen. Auftritt der Zunft, die drei Knattle. Viel Spaß! Wir wollen euch jetzt nicht langweilen. Wir bringen euch auch nicht zum Heilen. Wir wollen kurz vor alle Dinge euch ein kleiner Querschnitt bringen von unserer vielen, vielen Reise, wo wir uns dann hitnattlich heißen. Horche also jetzt mal zu, denn wir kriegen, bin stehen schon genug vor so einer Reise. Will ich dich nicht quälen, durch deiner Körper nur noch stehlen. Drum sind wir drei, in den Sauna nie, in den Nähe. Wir haben uns gesagt, wie unsere Ronze hilft nur noch Sauna. Oder Donze,
und will bin Donze. Ich muss bewegen, ihn mir uns lieber in Sauna legen. Mir ziehe unsere Kleider aus. Der Saunameister ist schnell Nuss. Und Trusse hätte er, ist nicht gelogen. Laut, die Sauna hat sich bogen. Er hätte uns gesehen in unserer Hut. Wir waren überall ganz Blut. Wir stellen uns auf Fork, dass man weiß, wie viel jeder verliert an Schweiß. Dann sind wir drei, Mensch, so ein Kampf in den Sauna. Mit dem Dampf zuerst haben wir keine bisschen gesehen. Die Hitze trieb aus den Augen Tränen. Wir wollen sitzen, heil nie und hoch schon auf fremde Knie. Gerade sind wir und eine Leslie suche, tut einer drin, mordsmäßig fluche. Mir eine Kinder nicht entdecke, nicht ums Verrecken, nicht ums Verrecken. Meiner, wir hätten eine Kinder entdecke, nicht ums Verrecken. Endlich dann, nach dem Rabatz, finde auch mir drei noch ein Platz. Komm die mir so richtig sitzen, geh schon los. Mein Lune schwitze, in Ströme fließt der ganze Schweiß. Bibi 85 Grad, ist ganz schön heiß. Mir hoge nackig, ohne Latz, auf dem Rost, wie ein nasse Katz. Uns ist vorher langsam schummrig, alles war wie uns, elend lummrig. Wenn wir uns so machen, auf den Weg, bringen wir daheim bestimmt nichts weg. Eben schön's war von uns nicht zu entdecken. Nicht ums Verrecken, nicht ums Verrecken. Meiner an uns zwei schön zu entdecken. Nicht ums Verrecken, nicht ums Verrecken. Die Sauna war doch nichts für uns, das macht doch Hit, grad Hinz und Kunz. Noch sind wir mal, als wir hingeschwitzt, will mir Ware so erhitzt. Schnurstracks der Luft ins Bad zum Bade, das Gelage zu kühlen und auch Wade. Im Freibad wird was grommelt voll, sogar mit dem, was nicht nie soll. Kein bisschen Wasser
Kinder mir entdecken. Nicht ums Verrecken. Nicht ums Verrecken. Meine Mann, wir gehen ein bisschen was entdecken. Nicht ums Verrecken. Nicht ums Verrecken. Wir haben dann aufs Bad verzichtet und haben uns auf den Urlaub gerichtet. Wir sind direkt nach Rimini. Dort sind wir drei noch gar nicht gewesen. Wir haben welche Füße. Ihr könnt es euch denken. Auch einmal in Adria hängen, in Rimini war der große Strand, der war ganz voll mit Ludersand und das Meer war voll mit ganz viel Wasser. Geh ich langsam nie, wurscht immer nasser. Viel Lied, gesprenkelt und gesprinkelt. Mir drei Hens erst ins Meer nein pinkelt. Der Bademeister hätt's nicht können entdecken. Nicht ums Verrecken. Nicht ums Verrecken. Meiner. Der hätte es wieder entdecken. Nicht ums Verrecken. Nicht ums Verrecken. Die liebe Szene und hätte uns gewunken. Denn er hätte es mordsmäßig stunken. Bevor uns noch Mädchen winken, sind wir ab zum Kaffee trinken. Wir haben dann noch eine Rolle geklopft und auch dann der Hafer gestopft. Auf dem Bergplatz haben wir eine gesehen. Prima Figur und wie sie Zähne. Signorina, seid er, wie wär's mit Amore? Die grillt sich rum und haut auf die Ohren. Die schaut uns an, so richtig schell. Des Mensch, das war wie Gott uns gell. Meiner. Das kann man vorher schmecken. Nicht ums Verrecken. Nicht ums Verrecken. Das war dann auch uns drei zu viel. Wir suchen uns ein neues Ziel, wie solid, wie mir, sind gesucht, haben mir ein Spanienflug gebucht. In Frankfurt steht unsere Maschine, wir sind noch, wir waren drin, und dann ging's los. Und nuff und ab, mir hätt nix gesagt, nicht mal mehr Bab. Mir wille dert dem hohen Koller trotzen, hätt trotzdem miese in Kugeln kotzen. Später hätt uns so eine Hostesse, Elf String gebracht
und nicht zum Essen. Mei hat die Bein geht und hat Buse, fast zu groß für ihre Bluse. How do you do, hat sie uns gefragt, und schon hat uns die Liebe blockt. Aufs Mal tut unser Herz arg bibbere, das Flugzeug ist nah und nix zum Stibbere. Ein Luftloch war's von 20 Meter und 2. Da oben sind wir gehängt, wir drei. Nichts hätte man gehört, nicht mal ein Muxer. Bis auf den Michel mit seinem Gluckser. Der Pilot hat die Zwille nicht bezwecken, nicht ums Verrecken, nicht ums Verrecken. Meiner, der hätte die Zwille bezwecken, nicht ums Verrecken, nicht ums Verrecken. Wir haben bald genug, das ist immer schneller. Sehen uns heim in den Narrenkeller. Da geht's halt ab, so richtig rasend, wie unsere schöne Oberkirche fasend. Mehr wilde Schnurren und in einer Lede mit Maskierte und schlappe Grede. Der hat der Runde in Spanien, da kannst du vermodern, rennen nur rum, ganz vornehm im Blodere. Hier sieht man, der Arsch der Blutte, als er all die Phasenskutte.
Radio Caliborn Presents. Wir starten unsere Frühsendung Good Morning Narrenkeller heute am Morgen nach dem schmutzigen Donnerstag mit heiterer Musik. Hey Mann, mir geht's Ihnen gar nicht gut. Warum denn? Ich hab meine Tage. Was? Deine Tage? Ha ja, meine närrische Tage. Ah, dann warst du gestern sicherlich auch auf der Phase. Ja, gestern auf der Phase und heute habe ich meine Phase, meine Kopfwehphase. Du, da hätte ich den idealen Hörertipp für dich. Mach grad mit Musik ab. Nach einer langen Nacht am schmutzigen Donnerstag in Oberkirch empfehlen wir. Fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wir machen weiter mit Musik. Hast du eigentlich auch schon mal das Gerücht gehört, dass der Liebert Ede, der Pure Dieter, der Fröhlich Dieter und der Braune Seppel miteinander mehr waren? Ah, du meinst den Betriebsausflug vom Oberkircher Brunzler Club am Obensee? Da sind sie doch beim Schwimmen alle vier wieder an den Strand geschwemmt worden. Ah ja, und Lied von Greenpeace entdeckt, sind Wale und hätten sie alle vier wieder ins Meer zurückgeholt. Apropos Gerücht, da schwingt doch selber Ede als große Rede. Das heißt doch Gericht. Und ich hab gemeint, sein Gericht macht als der OBC. Aber Gericht ist auch da, wo die Beselit verurteilt werden. Ah, dann ist das Gericht beim OBC praktisch eine Hinrichtung. Oh, ich habe gerade eine Radiomeldung bekommen. Mach gerade mal Musik ab. Auf der B28 in der Ortsdurchfahrt Oberkirch Gefahr durch freilaufende Zunfträder, die in den Narrenkeller pilgern. Bitte trinken Sie nicht mit. Wir melden es, wenn das Fass leer ist. Ja, ja, unser Zunftrat. Der ist doch vor kurzem auch wieder neu gewählt worden. Ist da eigentlich das neue Amt aufgesetzt worden? Was denn für ein neues Amt? Ha, der Herr Wichtig von der Narrenzunft. Was hätten denn der für eine Aufgabe? Groß Proleten und Hände in den Sack stecken. Oh, ich glaube, dann weiß ich, wer das Amt bekommen hat. Ja, wer denn? Der Möglich Rolf. Ja auch selber aufkommen können. Und der Chemik Rainer ist jetzt der neue Bus. Und der Bus Jochen ist Pensionär aus Leidenschaft. Ich glaube nicht, dass der was schafft. Ja, und der Braunmichel ist wieder Oberschnurri. Ja klar. Also ich glaube, ich weiß jetzt, warum der so eine stattliche Figur hat. Ja, warum denn? Da lässt sich jedes Mal wieder breitschlagen, Oberschnurri zu machen. Ja, sollte mal am Ede seiner Schlankheitstipp wahrnehmen und eine Pfirschig-Diät machen. Was soll denn das sein? Ha, kennst du es nicht? Darfst essen und trinken, was du willst, bloß kein Pfirschig. Du. Es wird Zeit für unsere Reportage. Aus unserer Reihe Vereine, die es doch noch gibt, bringen wir heute eine Live-Schaltung in die Probe des Fanfarenzugs Oberkirch, die heute ausnahmsweise unter den Augen des Präsidenten des Verbandes der Spielmanns- und Fanfarenzüge der Ortenau Liebert Ede stattfindet.
Entschuldigung, anscheinend ein kleiner Fehler in der Technik. Wir hoffen nun auf die richtige Schaltung. Seine Fernsehsendung, Phasen bei uns, aus der Erwin Braunhall gesehen. Ha ja. Und was hätte dir da am besten gefallen? Hat die Maritane-Sänger. Bist verrückt? Warum denn das? Ha, mit dem Gejaule habe ich endlich mal ruhigen Gewissens aufs Klo gehen können. Oh, da kommt schon wieder eine Verkehrsmeldung rein. Müssen wir schon wieder die Musik abmachen? Achtung, Achtung! In einem abgelegenen Seitental der Rentsch, wo sich Fuchs und Geißbock gute Nacht sagen, kommt ihnen ein weißer, zusammengeflickter Bettvorleger mit zwei Hörnern entgegen. Wir machen weiter mit Musik. Ja, ja. Es ist sogar schon bis nach Önschbach vorgedrungen, dass man an Phasen als Hex gehen kann. Wir sehen, bis in ein paar Jahren haben sie auch Autos, nachdem sie jetzt schon mit dem Trabi und lautem Getöse von da hinten vorkommen. Jetzt wird doch bald in jeder Ortschaft so eine neue Narrenzunft ausgebrüht. Nächstes Jahr soll es in Tiergarten so eine neue Hexengilde geben. Und in Geisbach können sie bald eine Zunft aus Weinprinzessinnen aufmachen. Ha, so eine Prinzessin hätte ich als Kind auch mal gern gemacht an Phasen. Aber mein Vater hätte gesagt, mach nichts rechts, wie es jeder Kerl in deinem Alter macht. Geh als Gärtner. Ja, dann hast du ja gar nichts gehabt, wo man so schießen kann. So, tja, pam. Aber nein, ich habe dann mit Beloben um mich geschmissen. Wo wir es gerade von den Kindern haben, sind ja eigentlich auch die kleinen beim Fanfare zum Hof gefallen. Ah ja, zwei goldige Knirps, das Instrument und Uniform größer wie der ganze Kerl. Wenn wir jetzt im Fanfarenzug nochmal ein paar von dieser Sorte bekommen, können die nächstes Jahr am beim Kindernachmittag allein auftreten. Was super, und wir alle können leiden bleiben. Du, es wird Zeit, dass wir unseren prominenten Hörer befragen am Tag danach. Also, ich rufe einen Rappel an, mach mal die Musik ab. Es folgt nun ein Interview mit dem neuen Oberzunftmeister der Narrenzunft Oberkirch. Morgen, Herr Kimmig. Stellen Sie sich doch bitte kurz einmal unseren Hörern vor. Ich heiße Rainer Kimmig. Hallo. Hallo, sind Sie noch dran? Ich heiße Rainer Kimmig. Sie sind nun voller Tatendrang. Was ist Ihr nächstes Ziel? Trinken mal! Also, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, Herr Kimmig. Wir machen weiter mit Musik. Ist dir eigentlich schon ein Unterschied zwischen dem neuen Oberzunftmeister Kimmig und dem alten, dem Buschjochen, aufgefallen? Ah, bis jetzt noch nicht. Wer Luder schwätzt,
versteht man besser. Aha, das ist aber noch lange nicht alles. Denn im Gegensatz dazu, wer weniger schwätzt, sagt oft mehr. Darum hören wir jetzt auch besser auf. Wir beschließen unsere Frühsendung Good Morning nach dem Keller und machen noch ein letztes Mal für Sie Musik. Hey, das war jetzt aber nicht der richtige Schluss. Oh, stimmt. Ich bitte um Entschuldigung, mein kleiner Versprecher. Wir machen weiter mit Rabatz. Horik, Horik ist die Katz.
Sitzung ist hiermit geschlossen. Die Urteile sind gefällt. Es unterhält sich weiter der Fanfare zu und die los geht an. Viel Spaß noch wieder.